Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, oh, jetzt dreht sich das wieder. In der letzten Folge haben wir ja hier einen kleinen Cut gemacht, damit die Folge nicht zu lange wird. Und damit auch ein bisschen natürlich die Spannung noch bleibt, was jetzt hier mit diesen Automaten passiert. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Also, wir haben vorhin dieses Ding hier gefunden. Kann ich das drehen? Kann ich das so nutzen? Ja, ich kann es drehen. Ich kann es drehen, aber nichts passiert. Hä? Ach so, ach! Das ist aufgegangen. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt gerade. So, okay. Also das Automatenherz schlägt sogar noch. Dann würde ich sagen, dass wir da jetzt das andere reinmachen. So. Okay. Ach, ich verstehe. Das ist wieder so ein Öffne- und Steck-Rein-Spielchen hier. Oh, ich hasse das. Ich kann nicht so weit nach oben gehen. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Oder muss ich das... Ne, auf die andere Seite muss ich es nicht reinmachen, oder? Ich kann es nicht drehen. Das ist, glaube ich, gerade das Problem, oder? Ich bin ja auf einer anderen Ebene. Ich kann das da nicht reinstecken. Och, ich hasse diese Fummelsarbeit, wenn man alles eigentlich richtig macht, aber es trotzdem nicht richtig angenommen wird. Geh doch einfach auf, komm. Och, ich bin schon im anderen Monitor drin, in dem Moment, wo ich das hier aufmache. Ah, okay. Frage ist, kriege ich das da rein oder muss ich das auf die rechte Seite? Nee, das kriege ich da aber nicht rein. Doch, jetzt nimmt das an. Hä? Ah, okay. Ich da eventuell dieses Ding für, also hier diesen den hier, ist der so klein? Okay. Ich wollte gerade sagen, wie lange muss ich das machen, bis die Schraube ab ist? So. Ich kenne diese Schlösser. Sie dienen bei allen Erfindungen von Hans zur Aktivierung. Gut, jetzt muss ich nur den richtigen Schlüssel finden. Das heißt jetzt, dass das, was wir haben, finden Sie einen Aktivierungsschlüssel, dass der jetzt nicht richtig ist. Okay. Dann gehen wir jetzt mal eben da rein, wo wir vorher waren. Können wir nicht? Doch, jetzt. Was war das? Hallo? Mein Cursor, bitte? Das wäre ganz hilfreich. Na jetzt. Ach, da oben kann ich auch noch gucken. Vorarlberg-Werkzeuge. Nichts eignet sich besser zum Reparieren von Automaten. Ja, aber anscheinend ist der, den ich suche, nicht dabei. Das auch nur annähernd nach einem Aktivierungsschlüssel aussieht.
Puh. Oder müssen wir jetzt erst noch ein anderes Rätsel lösen, damit wir dann den Schlüssel finden? Was liegen die denn hier so faul rum? Das ist jetzt doof. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich machen muss oder wo ich hingehen muss. Hallo? Ist hier noch irgendwas? Auch nicht. Moment, wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder zurück? Kann man da jetzt direkt zurück zum Schiff? Okay, damit komme ich zum Schiff. Aber auf dem Schiff wird nicht sein, um die Automaten zu reparieren. Das glaube ich nicht. Puh. Auch nichts. Hier vielleicht bei irgendeinem Automaten habe ich jetzt gedacht, dass da irgendwas. Achso, das ist das Schiff. Dass da irgendwas ist, aber. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich jetzt überhaupt wieder zurückkomme zu den. Wo wir jetzt vorher gewesen sind. Vielleicht muss ich da ja irgendwas machen. Das Problem ist nur, wie komme ich da jetzt hin? Hier ist zu Ende. Ich bin doch hier rausgekommen, von da, wo wir waren. Oder meine ich das nur? Hallo. Oha, das Spiel so. Ach ja, genau, hier hinten war das. Oh, was ist das hier? Okay. Das ist mal ein grober Übersicht über den Park hier. Ist hier hinten denn noch irgendwas? Also ne, das ist der Tür. Ja, denen scheint es ja hier so zu gefallen, ne? Was ist das denn? Ach, da steht wieder einer. Ja, da steht wieder einer. Okay. Wann kann Stamm wieder aufbrechen? Ja, das ist die große Frage, ne? Geh doch einfach ein Stück weiter nach hinten. Mein Gott, nee, geh einfach. Komm, ich mache es schon extra mit den Pfeiltasten. Da schwankt noch nicht mal das Bild um. Was ist denn das für ein Mist hier? Ich meine, man sieht, dass ich mich bewege. Ich kann hier nichts machen. Wo könnte jetzt dieses Ding sein? Hier hinten können wir anscheinend ja nicht rum. Vor allen Dingen, wo ist dieser Eingang, wo ich gewesen bin? Ich verstehe das nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre da hinten. Ist hier durch? Nee. Hier durch? Da komme ich da auch nicht durch, oder? Nee. Was ist denn hier das? Kann man da hoch? Das sind Treppen. Okay, was ist das? Zerknitterte Notiz. Kilometer pro Stunde.
kommen auf 35 Kilometer pro Stunde. Ja, bringt uns das irgendwas? Eine seltsame Ansammlung von Daten und Geschwindigkeiten in Metern pro Stunde. Ja, Meter, nicht Kilometer. Die meisten durchkreuzt, die werden von den Initialen K und A begleitet, sowie von den römischen Zahlen I, I und III. Ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Ich denke mal, das soll 1 und 3 bedeuten, aber da sind natürlich die Punkte überflüssig. Also sprich, das sind ja große Is. Sie erscheinen wie grobe Analysen, um herauszufinden, wie man ein Objekt in Bewegung an einem bestimmten Punkt stoppen kann. Okay. Hilft mir jetzt gerade so gar nicht weiter, aber... Jemand hat sich hier den Kopf zerbrochen. Das ist die 2. Okay. Und das scheint ein Rätsel zu sein. Oh nee. Okay, und nun? Ich muss da was reinmachen. Etwas mit 6 Dingern dran wahrscheinlich, 6 Punkten. Das ist nicht richtig. Hä, Moment, wieso habe ich jetzt das Andenken an Oskar wieder dabei? Versuchen wir etwas anderes. Es funktioniert nicht. Nichts. Keine Chance. Auf keinen Fall. Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Da stand 35 drin, ne? Die 3. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir das jetzt gerade noch nicht machen können, aber ich bin mir nicht sicher. Was mich aber nicht loslässt, dass wir den Schlüssel zu dem Herzen irgendwie brauchen. Achso, da geht's runter. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht so ganz. Wir sind ja hier in der Nähe. Ich gucke mich da jetzt nochmal genau um. Irgendwie... Hallo? Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich da nicht mehr hin, oder was? So, das Herz hatte ich ja reingetan. Komischerweise ist jetzt ein anderes Herz drin. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und wieso ist der Schlüssel jetzt weg? Das verstehe ich auch nicht. Versuchen wir etwas anderes. Ich meine, hat die den verloren? Liegt der hier unten irgendwo auf dem Boden rum? So einen Schlüssel verliert man ja nicht einfach. Ich meine, der ist ja nicht plötzlich weg. Deswegen... verstehe ich es irgendwie überhaupt nicht. Und hier in dem Brunnen kann man auch nicht wirklich was machen.
Ach, das war, ja, stimmt, das waren, Moment, hier links geht's noch weiter. Kann man nicht drauf, oder wie? Okay, hier kann man anscheinend auch nichts machen. Ja. Bin ich? Och komm, lauf doch einfach mal in die Richtung, wo du hin... Nein, Mann. Jetzt bin ich hier gerade echt ein wenig überfragt. Was sollte es denn hier eigentlich sein? Toter Bär oder was? Und hier konnten wir nichts machen, ne? Nee, bleib doch jetzt einfach mal da stehen, wo ich gucken möchte. Können wir nicht durch die Tür durch. Da können wir auch nichts machen. Ich kann mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass wir hier so einen riesigen Bereich haben und da nichts machen können. Das kann man auch nicht nehmen. Was ist das denn hier? Ist aber kein Punkt, so wie es aussieht, ne? Kann man irgendwie dahinter? Ist das? Okay, Mädel, wo gehst du jetzt rum? Vielleicht kann man hier auch noch reingehen. Was hätte das verursachen können? Hier war aber gerade was. Ein Metallkolben. Okay, wofür brauchen wir den jetzt? Moment, hä? Jetzt, wo wir hier sind, können wir durch die Tür durch? Wollt ihr mich denn veräppeln? Das hat sich jetzt irgendwie gruselig angehört. Völlig verstopft. Dahinter muss der Park liegen. Okay, ich würde mal sagen, das hat uns jetzt nicht allzu viel gebracht hier. Können wir hier vorne was machen? Nee. So, dann schaue ich jetzt noch mal eben hier bei den Bären, ob man da rein kann. Da kann man nichts machen. Wenn ich einmal hier bin, kann ich dann da in den Bären reinlaufen? Nee, anscheinend auch nicht. Okay, was bringt uns dieser Metallkorben jetzt? Kolben, nicht Korben. Was kann den nur so lediert haben?
Aber die Dinger sind jetzt nicht irgendwie... Oder muss ich damit raufschlagen, dass es gar nicht so ist, dass da einer was draufgesetzt hat, sondern dass der versucht hat, oben das Ding kaputt zu schlagen oder so. Das könnte natürlich auch sein. Wie kam ich denn jetzt zu der Achterbahn? Die war hier vorne, ne? Mädel, alles okay mit dir? Okay. Wir können hier auch nichts machen, ne? Ist wäre hier irgendwas anderes. Oh, Moment, da ist was. Was ist denn da? Ach, noch so ein Kolben? Okay. Das zerstört irgendwie meine Theorie, dass man damit draufhauen soll. Kann ich jetzt hier vielleicht mal wieder nach links schauen? Das wäre ganz nett. Hallo? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wieso kann ich jetzt nicht mehr nach links schauen? Hä? Nach links nimmt er jetzt gar nicht mehr an. Mach doch einfach zurück, wenn ich zurückgehe. Boah, ist das denn so schwer? Hat er das nur nicht angenommen? Ach so. Nee, oder? Und ich habe gedacht, dass der... Dann erklärt das auch mit den zwei. Was stand da drin? 30, glaube ich. Dieser Zähler scheint anzuzeigen, ob die Feder des Mechanismus aufgezogen ist oder nicht. Ja. Ach, ich bin so blöd. Ich dachte, ich muss jetzt hier draufhauen oder so. Moment, ich schaue mir mal kurz die Dokumente an. Da stand, meine ich, 30 drin. 35, nicht 30, okay. Aber wie kriege ich das dann... Wie kriege ich das dann bei 35 hin? In der 3 sind wir jetzt drin, ne? Meine ich. Ach, Mann. In der 3 sind wir drin. Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Und das ist auf jeden Fall die 3. Das heißt, die 35 Stundenkilometer müssten eigentlich das sein, was perfekt ist. Es kann natürlich sein, dass wir nicht die 35, weil das ist ja das, wo das perfekt bremst. Ja. Also 15, 25 ist durchgestrichen und 35 ist richtig. 15, 25 hat der hier versucht, was reinzustecken. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man bei 40 einen Kolben reinmachen muss. Das Problem ist nur, wenn ich den jetzt hoch mache und der Kolben ist schon da drin. Ich muss den Kolben ja später dann reinstecken. Das ist das Problem. Ne? Sonst kommt er nicht dran vorbei. Hä, das ist aber jetzt auch irgendwie unlogisch. Also ich probiere es einmal kurz aus. Genau, weil der dann nämlich da stoppt. Problem ist, der ist ganz schnell nämlich wieder zurück.
Das wird auf jeden Fall noch fummelig, das weiß ich. Allerdings sind wir jetzt von der Zeit her auch schon wieder ziemlich lang dran. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir uns da im nächsten Kapitel bzw. im nächsten Video drum kümmern, weil ich habe irgendwie im Gefühl, dass das doch ein bisschen eine längere Angelegenheit wird. Ja, bis das hier wirklich bis zum Ende auch funktioniert. Ich sehe euch dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.